Mit den Worten, naja, klar, sind wir wieder hier. Herzlich willkommen zurück zur gepflegten Liga-Unterhaltung. Wir befinden uns beim Aufbau des Ghostbuster-Hauptquartiers. Ein Riesenteil. In der ersten Folge haben wir vier Tütchen Nummer 1, waren es, ja, glaube ich, fertig gebaut. Das ist bisher draus geworden. Ich zoome euch gleich wieder ran. Und jetzt haben wir drei Tütchen 2, womit es dann direkt weitergeht. Auf wie geht's? Auf wie geht's? Keine Zeit verlieren. Zeit ist Geld und das haben die Ghostbuster. Ist okay. Ghostbusters haben nur Schleim, der lässt sich schlecht verkaufen. Ja, die nehmen ja 1000 Euro pro Geist für Aufbewahrung. Kostet ja auch alles Strom. Genau. Ja, die Ausrüstung ist ja auch nicht gerade günstig. Mit ihren Protonenbeschleunigern. Man müsste jetzt mal durchrechnen, was es wirklich kostet, wenn man sowas bauen würde. Ja. Mit dem Haus und alles, was sie sich kaufen. Das ist wahrscheinlich noch das günstigste. Ja, wahrscheinlich, ja. Das habe ich schon mal. Oh, der kann seinen Kopf weg sein. Ach, deswegen habe ich 2 Köpfe hier drin. Hab mich schon gewundert. Ja, das ist ein Geist, der seinen Kopf wechselt. Nur, dass es kein Geist ist. Okay. Der sieht aus wie Egon oder so. Ich würde sagen, das ist Egon. Ja, stimmt. Oder das ist Tully. Ja, mit diesem Helm, ne? Ja, genau. Das ist Tully. Soll Tully sein. Dann. Der wird ja auch untersucht, seine Hirnströme, weil er ja der Schlüsselmeister ist. Wobei, das haben sie cool gemacht, weil man sieht auf dem Gerät, sag ich mal. Ja, dieses Hundgesicht, ja, genau, richtig. Ach, das sieht einfach nur so. Ach so, jetzt verstehe ich, da kommt noch so was dazwischen hier. Ja, immer noch was dazwischen. Ich hab schon gewundert, wie soll ich den Kopf denn da drauf kriegen? Hast du auch den Torso? Nee, den habe ich noch nicht. Dann fehlt wohl noch eine Tüte dazu. Nein! Ja, muss ja. Wahrscheinlich, ne? Nicht so toll. Nicht wundern, wenn es wackelt. Ja, es kriegen die Zuschauer über die ganzen Ohren gedröhnt. Ja. Und, wie sieht's aus? Ja, die Ohren ist und einmal zu viele Tüten. Nummer 3. Oh, schau mal weiter. Kann ich ja nicht. Das fehlt ja nicht. Oh, so wie du so sagst. Also, du kannst ja schon mal Seite. Ja, ich bin dabei. Genau. Fertig. Ja, ja. Ah. Ah, er hat was gefunden. Auf 4 Tüten wieder, Nummer 2. Wird eine lange Nacht. Habe ich das jetzt irgendwas überschlagen? Habe ich erst. Siehst du? Da. Da ist der Torso. Jetzt müssen wir mal umdenken hier. Ja, dann dreh das wieder so, ne? Wie? Ja, im Grunde müssen wir es dann so. Ja. Ja, so. Genau, bau ihn mal zusammen, hast du schon. Gut, ich stell dich mal darüber. Ja, ja. Ja, mehr ist ja nicht. Die ist schon recht. Das sind aber die falschen. Oh, die dunklen hier. Ja, die hier. Ja. So, und die kommen dann da drauf, würde ich sagen. Genau, die kommen da drauf. Wir wollen jetzt die andere Seite. Also wir wollen jetzt die erste Etage sozusagen komplett. Vermutlich. Ja, weil das bleibt ja offen hier. Denke ich mal. Schauen wir mal. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Überraschungstüten. Was, vor allem, was ist das hier? Sieht aus wie so ein Lautsprecher, ne? Oder als ob das Haus zusammen. Wir wissen es nicht. So, jetzt kommt das, wo ich eigentlich dran bin hier. Achso, das. Hm. Da brauchst du schon. Ja, ich hab die Seite aus Versehen überschlagen und mich gefragt. Ja, kann ich verstehen.
Mann, den Anfang fehlt. Der Geist hat meine Hausaufgaben gefressen. Ja, genau. witzig ist ja auch, wenn dieser Dana besessen ist, ne, dass dann Peter reinkommt und dann sagt, na, mit besessenen drei Wesen nicht. Komisch, ne? Da gibt es dann doch Grenzen. Ja. Ich meine, wäre es Dana gewesen? Wäre es Dana selbst gewesen? Ja, das gemacht, aber so. Hat er Anstand bewiesen. Aber trotzdem lässt sie sich von ihm beruhigen. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Stimmt. Da gibt es ja auch diese eine Szene, wo das so losgeht mit den Geistern. Ich glaube, das ist sogar bei Egan, wo er im Bett liegt und dann wird ihm die Hose so aufgemacht. Ja, genau. Die Szene ist auch cool. Die ist witzig, ja. Wobei ich die Frage, wie fühlt sich das dann an? Ja, das ist eine gute Frage. Bleibt nur Schleim zurück. Katsching. Nee, das war nicht Egan. Nee, das war nicht Egan. Das war Ray, ne? Das war Ray. Also ich hab diese... Oh, wow, hey, wo soll der hin? Da. Ach so, der Ach so, das sind zwei an diese Dinger, ja. Schon gedacht, was drückt er mir jetzt in die Hand? Juhu. Ja, ein bisschen bauen kann ich ja auch mit, ja? Nee, du kannst das nicht. Das ist noch nicht bewiesen. Ah, ja. Wie sie wollen mitmachen? Mhm. Haben sie schon den Einstellungstest gemacht? Was? Jetzt mitmischen wollen sie. So. Was? Warum ist das noch nicht fertig? Ach so, das hier? Was ist, ist das? Nee, das ist das. Nee, hier. Diese schwarze mit... Da. Nee, das geht so um nee, die Ecke. Ist nicht. Da ist so ein neues... Da ist er. Da ist er. Und da kommen dann irgendwelche roten... Dreiecke. Ja. Diese hier. Diese hier, genau. Jo. Ich hoffe, du willst so einen Laden hier in Deutschland aufmachen. Die werden dich erstmal in die Ehrenanstalt stellen. Ja, erstmal das. Und beweisen Sie mal, dass das nicht umweltschädlich ist. Das passt so gar nicht. Das ist der falsche Stein, kann das sein? Nee, das ist der. Ist schon so richtig. Und das funktioniert aber... Genau so. Genau. Stupid. Passiert. Was jetzt? Also wenn du schon Steinchen setzt, dann setz sie wenigstens richtig. Ja, ist auch richtig. Nein, das ist nicht. Achso. Fail. Ja, richtig. Sowas von Fail. Achso, da ist noch ein zweiter. Jetzt aber. Haha, aber jetzt. So, da. Und da. Muss ich gerade mal gucken, wo, was machst du denn eigentlich? Ach, du bist da hinten zugange. Okay. Genau. Okay, muss man ja wissen. Ich bin da hinten zugange. Das klingt auch irgendwie komisch. Was das wohl ist? Ja, doch, da kommt da. Einer und ein Zweier. Normaler Zweier. So was hin. Und dann sowas. Ach, sowas kommt da hin. Ja, die sind schräg. Du bist voll schräg. Gut, dass du das gesehen hast. Hallo? Wenn du mir nicht alles wegnehmen würdest, wäre ich schon SP. Das habe ich jetzt auch verstanden. Das hast du gemacht, ne? Hier unten? Genau. Okay, dann können wir umblättern. Hier ist das Tor.
Das ist der, der Verwandlungscontainer ist das. Genau. Mhm. Richtig. Stimmt. Jetzt wurde gesagt. Der Container. Der Container. Ja, in der Comicserie ist er auch viel größer dargestellt. Warte mal, wir haben einen Stein, fehlt uns noch. Welcher? So ein einzelner Schräger. Achso. Hm. Welche Comicserie hast du damals geguckt? Ich hab's ja auch mehr. Ja. Ja, diese Real Ghostbusters, meine ich. Hm. Ja, ich habe komischerweise immer nur die mit dem Affen gesehen, ich weiß auch nicht. So schlecht fand ich die gar nicht. Ja, die mit dem Affen fand ich doof. Na, danke schön. Ja, entschuldige auch. Nein, ist doch okay. Ich weiß, jeder hat halt seine Meinung. Moment, irgendwas läuft ja. Doch, ist doch richtig. Alles richtig. Ich komme völlig durcheinander, wenn zwei Leute an dem Dingen basteln. Ja. So. Wahnsinn. Weißt du, und ich soll dann den Überblick behalten. Ja, klar. Ich mach mal was. Was ich gemacht habe, sage ich dir aber nicht. Und du musst dann gucken, dass das richtig ist. Bäh. Nachher fehlt wieder die Hälfte und ich bin's gewesen. Natürlich, wer sonst? Wer denn sonst, genau. Wie soll's auch anders sein? Mann, ey! So, das ist doch jetzt schon verkehrt hier. Da fehlt nämlich... Was hast du in der Hand? Da fehlt der Vierer, genau. Her. Gib her. Alles meinst du, kriegst keins. Was meinst? Siehst du, das ist nämlich auch schon verkehrt. Wieso verkehrt? Weil es immer verkehrt ist. So, da kommt nämlich der hier rein. Nee, kommt er nicht. Alter, was baust du hier? Du baust. Ich baue nur das Rote. Hm. Da habe ich zweimal gefragt. Hast du das gemacht? Ja, nein. Scheiße. Hat er eben nicht. Ach, das ja, das war's. Das, was, was? Erzähl mir mal. Erzähl mir was. So, jetzt kommt der erste drauf. Und wieso ist hier eine Lücke? Weil das eben so ist. Nee, weil das eben nicht so ist. Oh boy. Aufpassen. Aufpassen. So, dann brauche ich einen Einer und einen Zweier. Den Einer habe ich hier, den Zweier habe ich da. So, dann kommt ein Vierer hier hin, ein Vierer dahin, der Sechser hier hin. Genau. Du, dann und kommt ein Zweier und, dann, und ja. So ein Block, genau. Zweier habe ich hier. Okay. Und? Mensch, bringst das ganze Management durch. Wo soll ich jetzt damit hin? Ja, weißt, ich drück dir mal was in die Hand. Ich bin schon wieder fünf Seiten weiter. Gar nicht. Ich irritiere den Menschen auch überhaupt nicht. Mann! Na, warte mal. Das schreit nach. Ich komme wieder in den ins Verlies. Ja, ohne Trockenbrot und Wasser. Genau. Heul. Sag mal schuld. Du machst auch so einen Blödsinn. Was? Ich kann ja schon mal weitermachen. Ja, genau. Da ist was abgefallen. Setz das mal wieder drauf. Bleiben Sie ruhig. Ist nichts abgefallen. Doch, das was du gerade in der Hand genommen hast, das ist irgendwo runtergefallen. Das ist nicht abgefallen, das habe ich noch nicht draufgesetzt. So. Unmöglich, dieser Mensch. So ist es. So bin ich. Schrecklich. Schaurig, füchterregend. Warte mal, stopp. Ach, verflucht. Lass mal los, bitte. Was machst du jetzt? Reparieren, bevor es zu spät ist. Wenn es denn funktioniert. Okay. Ja, genau so. Ja, so war es aber nur nicht. So. Jetzt passt es. Eieiei. Ich baue das da. Nee, ist richtig. Ja, weil man das kleben muss. Jetzt mach auch fertig. Weil man das kleben muss. Mach fertig. Mach ja. Nicht fertig. Mach fertig. Ey. Ey, was? Ich krieg hier keinen Akkordlohn.
Du kriegst Lohn? Genau. Habe ich irgendwas verpasst? Ja, hast du. Hast du. Oh Gott. Nummer 6. Ich bin schon längst bei Lego unter Vertrag und ich darf hier alles umsonst machen. Wie schön wär's. Moment, du machst das Rote, ja? Sehe ich das ja, richtig? Richtig? Aber du machst es komplett, ja? Nicht nur die Hälfte und den Rest darf ich dann wieder zusehen? Nein, komplett. Na gut, dann vertraue ich mal drauf. Ein bisschen. Das ist auch vom Firmenverbannungscontainer. Was ist das? Firmenverbannungscontainer. Ach so, für den Container. Ja, sieht man hier, dass man die Falle da reintun soll. Please put the Falle inside. Genau. Was ist an dem denn jetzt so besonders? Warum ist der einzeln? Ach so, deswegen ist der einzeln. So. Cool. Und dann kommt die Treppe. What is that? Da sind die da. Wie haben die sich das denn vorgestellt? Ach, die ist schon fertig. Die ist fertig, nur dass du hier diese... Ja. Ja. Komm, mach hin. Achso, an den Seiten, ja. Da, wenn du es mir schon wegnimmst. Ja, genau, das ist ja... Die Treppe zum Keller, ja. Was jetzt paradox wirkt, ne? Eigentlich ist das unterirdisch, ja. Ja, würde ich jetzt sagen, das müssen wir also unter die Platte setzen. Genau. Aber ist egal. Ja, ist nicht schlimm. Kommt aber nur auf der einen Seite, ne? Ja. Soll eben suggerieren, dass das unten ist. Vielleicht, ich glaube auch. Kommt die Treppe da rein, ja. Ja doch, die kommt da schon rein. Das stimmt aber nicht. Die soll da rein, ja. Aber hier unten 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Der letzte kann raus. Ach so. Ja, das ist, weil der steht sich sonst im Weg. So, jetzt passt das auch. Genau. Wollen wir alles richtig machen diesmal, gell? Ja. Ja, jetzt kommt da. Kommt da noch was drauf? Ja, da kommen diese grünen und roten und blauen Lämpchen hier. Ja, die leuchten ja auch auf, ne? Und warum habe ich nichts, wo ich sie reinhängen kann? Weil die letzte Reihe fehlt. Oder kommt die jetzt erst? Nee, die muss noch. Welche letzte Reihe? Die obere Reihe fehlt, ja. Ich mach das schon. Großartig, da fehlt noch mehr. Verdammt! Bleiben Sie ruhig. Nein, ich bin gerade völlig auf 138. Ah, oh, hier passt nichts. Moment mal, da passt wirklich gerade was nicht. Kann das sein, dass das noch unter die Treppe kommt? Ja, sicher kommt das noch da runter. So sicher ist das nicht. Doch, sonst wird es ja nicht passen. So, das ist da. So, jetzt kommt der hier. Habe wieder eine Mauer nach außen. Dann kommt so ein Vierer dahin. Und so ein Ding um Eck. Genau. Ding um Eck, hast du. Ding um Eck. Großartig. Dann hatten wir die Leiter. Das Türmchen ist auch da. Dann kommt hier das Grüne hier drauf. Ja. Und die Lampen da rein. Aber andersrum, ne? Also nach unten. Nach unten. Mhm. Richtig. Einmal grün, einmal rot. Ja. Für alle, die jetzt nicht gesehen haben, was wir gefummelt haben die letzten 15 Minuten. Bitteschön, du darfst es reinsetzen. Ah. Aber es schwebt dann. Achso, das kommt hier rein. Ja, das muss schon. Jetzt kommen hier die. Ja, das kannst du ja dann mal eben machen. Mal eben. Was sind denn noch die 3-4 Teile da? Ja, wenn ich sie finden würde, da. Ich glaube, wir bauen so groß, ich muss euch einen kleinen Tacken rausholen. Ja, heute geht's in die Höhe, wieder mal.
Ja, die Höhe, die Breite, die Tiefe geht überall hin. Ja. Okay, ich nehme die zwei Braunen. Okay. Da hast du aber irgendwas vergessen hier. Oder? Ach nee, alles da, alles gut. Hä? Achso, du hast gesagt, dann nimmst du die zwei Braunen. Ja, ja, hab ich gesagt, oh. Welche. Och Mann, du. Der verarscht mich hier. Ja, ich kann das auch so. Ich habe ja gesagt, die Rache kommt. Sweet Revenge. Die waren auch Braun. Die waren auch Braun. Ja. So. Kannst du direkt einen draufsetzen. Ach nee, alles gut. Alles richtig. Ich mach die nächste Seite schon. Jetzt hast du Schiss, ne? Angst. Ja, manchmal halt nicht. Ich mach mal lieber gar nichts jetzt. Manchmal. Ach so, ja. Da, so. Ah ja, okay. Ja, die kommen da rein. Ne? Einmal der und der. Genau. Got it! Sieht richtig schön. Gefällt mir jetzt schon. Ist nicht mehr richtig schön. Ja, fertig, ich nehme mit. Ah ja. Jetzt kommen die Schrägern. Dachschräge. Mach immer 2 und 4er abwechselnd. Vor allem finde ich die Szene gut, wo sie dann eben davor vor diesem Tor stehen und dann ich bin euer Verderben. Weht die Form des Untergangs. Ne? So. Ach, im zweiten Teil. Nee, mehr. Ist das nur das nochmal? Wählt die Form des Erlösers, ja. Erlösers, ja, genau. War das nicht der erste? Egal, nein, das ist hier mit. Ach so, ja, doch, ja. Stimmt. Ah, wollte schon sagen. Jetzt bringe ich einiges durcheinander. Nee, ist richtig. Und dann. An nichts denken. An nichts denken, genau. Wie auch immer man dann auf den Marshmallow kochen kann. Ich weiß es auch nicht. Aber der Marshmallow-Mann ist auch cool. Der ist richtig gut, ja. Im Comic kommt der ja öfter vor. Ah, ich glaube, der ist nicht immer böse, kann das sein? Nee, richtig. Der wird dann später gut, ja. Und hilft dem sogar noch. Ja, irgendwas habe ich da auch. Das ist voll witzig. Finde ich auch gut. Hallo, Slimo. So. Voll witzig. Zwei Geister, die den Menschen helfen. So, wollen wir mal kurz gucken, wie rum das gehört? Ja, Slimer ist ja sozusagen ihr Haustier dann da. Ja, das ist auch paradox. Boah, wir ziehen da eben ein paar Wände. Ja, Fertigbau. In der Tat. Ich hoffe, es ist richtig rum, dass die glatte Seite reinkommt. Aber sieht so aus, ne? Müsste eigentlich richtig sein, ja. Also andersrum wäre auch unlogisch. Was sagst du so? Wäre unlogisch. Unlogisch? Boah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's los. Jetzt kommt Mauerwerk. Was ich auch nie verstanden habe, ist, sie sprechen ja das erste Mal mit Gozer. Mhm. Und dann fragt sie ja, bist du ein Gold? Und er sagt nein. Er sagt nein, genau. So, dann werden die hier abgeballert und dann heißt es ja, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, sagst du ja. Genau, richtig. Und dann frage ich mich, warum gehen sie nicht nochmal hin und sagen, jawohl, ich bin ein Gott? Nein, die kommen dann direkt drauf. Nö, wir müssen jetzt die Ströme kreuzen, geht nicht anders. Warum gehen sie nicht nochmal hin und versuchen es mit ja noch einmal? Das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Ach ja, wer weiß, was dann passiert wäre. Bist du ein Gott? Ja. Vielleicht hätte sie dann direkt umgebracht, man weiß es nicht. Ja, weil das auch Konkurrenz ist, ne? Ja, vermute ich. Ja, wir treffen uns in der Mitte. Nee, die Mitte sieht dann halt aus. Da kommt nochmal eine weiße Lade drüber.
Eine weiße Leine, ja. Ich zieh mal eine Leine hier. Zieh mal Leine. Zieh mal Leine. Das ist also aus Leine ziehen geworden. Sagt man heute auch nicht mehr, ne? Nee, glaube ich auch nicht. Zieh mal Leine. Oh, verpiss dich, du Arschloch. Das sagt man nicht mehr, das stimmt. Ja, wollen wir wetten? Ja, kannst du auch wetten. Guck mal, das ganze Muster zieht sich einfach um. Das ist cool. Richtig cool. Hammer. Hammerhart. Hammerhart. Genau. Okay. Ganz schön viel Mauer dran diesmal, ne? Hatten wir lange nicht. Ja, das ist auch einer der Kritikpunkte von gewesen von diesem Set, dass das viel Mauer ist. Also diese Doppelmauer, gell? Aber das finde ich nicht schlimm. Nee, ich meine hier diese Mauersteine, die sind ja eigentlich ziemlich cool. Das ist schön, ja. Das sehe ich nicht als Kritik, warum das jetzt Kritikpunkt ist. Nein, Kritikpunkt ist eben, dass das hier doppelwandig ist, ne? Ja, nur, das ist aber damit, das schön. Damit du eine innere und äußere Optik hast. Richtig, ne? Ich finde es schön. Weil sonst hättest du innen halt auch dieses Grau. Das wäre nicht so schön gewesen. So, ne? Das meine ich ja. Ach du liebe Güte. What the hell? Ich mache dann hier vorne die Ecke. Jetzt müssen wir ein bisschen mal Teamwork zeigen hier. Das können wir doch, hallo. Ja! Du machst meins kaputt und ich mach deins kaputt. So sieht's aus. So sieht's aus, sagt er. Ist ein Vierer, so. Da muss man mal genauer hingucken. Ja, auf jeden Fall. Durch. Sieht gut aus, ne? Da hast du, ja. Hm. Sonst sehe ich nichts Gap umrandet. Ja, ich bin zufrieden. Zweimal und ich darf kleben. Yeah, kleben. Die Nummer 5. Mr. Glue. Hey, Mr. Glue. So, Notizen. Ach so, die haben wir ja schon, die zwei. Das kommt jetzt hier ran. Wo liest du die Kritiken? Gibt es die bei Lego auf der Seite direkt, wenn du das bestellst? Ja, also wenn du das bestellst, dann hast du eben die, das zum Bestellen. Und dann unten drunter sind dann so Rezensionen und über Amazon Meinungen. Ja. Und da steht dann scheiß Doppelwand oder was? Ja, richtig. Verstehe ich gar nicht. Ist auch mit nichts zufrieden, die Leute. Wie gesagt, verstehe ich nicht. Ist toll. Ich find's toll. Hat man mit uns eine schöne Optik innen drin auch. Ja, wollte ich gerade sagen. Vor allem durchgehende Optik. Ja, richtig. So. So, jetzt kommen wir mit der einen Seite auf eine Ebene hier. Mhm. Muss ja auch mal sein. Oh, ja, ein bisschen Symmetrie im Haus wäre nicht schlecht. Wir sind immer noch bei der ersten Etage, ne? Ja, aber es geht doch gut voran. Ja, muss man sagen. Geht flüssig. Es ist jetzt nicht so, dass wir größere Probleme hätten. Stimmt. Noch nicht. Noch nicht. Kann nur kommen. Die Seite, ja. So also die hast du. Ja. Mhm, genau. Okay, machen wir hier weiter. Ja, jetzt geht's noch höher. Der kommt der hier? Nein. Ja, doch auf die Ecke irgendwie. Ja, sieht so aus, ne? Und dann einer davor. Hm. Ja. Stimmt. Das ist ein Vierer. Vierer. Sechser und noch ein Sechser. Nee, ich habe mir gedacht, wegen dieser Windows-Geschichte, ne? Das könnt ihr ja jetzt ruhig mal mithalten. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen mal gesagt, tausche Windows 7 gegen Windows XP. Hm. Das reihen die aber auf nicht, ne? Willst du das verkaufen oder was? Ich sag, na. Weil ich mir dachte, manchmal gibt es auch so Tauschgeschichten, dass man sagt, es ist ja eine gültige Lizenz, es ist ja kein Schmuh oder so. Ja. Ja, da fehlt ein Zweier und ein Vierer. Das ist schon okay, ich baue dir das eben. Ich wollte schon sagen, da fehlt was. Ja, du hast wieder nicht aufgepasst. Das ist alles gut. Ich nicht. So, jetzt passt es. Nee, ist auch nicht richtig, irgendwie. Nee, irgendwie.
Die Reihe haben wir gerade vergessen. Bäh. Fail. Ne, der Vierer war schon richtig da. Ne, ist ein Dreier. Ja, jetzt. Vorher war es ein Vierer. Aufpassen. Aufpassen. Aufpassen, sonst Schnauze. Vor allem das Schöne ist, du hast bei der Windows XP Version auch keine Grafikfehler drin. Bei den C und C Teilen. Bei den anderen hattest du auch die Grafikfehler zwar. Die konnte man beheben, indem man, bevor man das Programm schließt, den Explorer schließen. Über die Task Manager. Ja, richtig. So. Und das fällt da weg. Also irgendwie scheint Windows 7 auch nicht mehr so. Alles noch Beta-Software. Kannst du mir sagen, was du willst? Nee, 2.6 und 4er. Ja, ich hab doch einen 4er hier. Kommt der nicht in die Mitte? Nein. Okay. Alles gut. Gut. Gewonnen. Lass mal zu, es zieht. Ah, das sind wir wieder witzig. Ja, ich will ja nicht sagen, aber fehlt noch das Dach. Du, das wird so schlimm gar nicht. Das ist ja kein Schindeldach, das sind ja einfach nur Schlagdach. Schade eigentlich. Ja, bei den Simpsons hatten wir das. Ja, richtig. Das haben wir auch hingekriegt. Aber mal eine andere Sache, Lego oder wer auch immer das hört. Wenn man sich sowas hinstellt, ich meine Sachen stehen draußen genauso wie seine Sachen, damit man einfach was hat, was schön aussieht. Aber wie befreit man das vom Staub? Richtig, ja. Das ist so ein Thema. Gerade so Dach, was ja nun mal, ich sag mal, Dach ist im Grunde so. Bei den Simpsons ist es ähnlich, da sind halt auch so Steinchen und überhaupt, gerade beim Quickie-Mart, da ist ja noch das Gemüsebeet und so. Stimmt. Aber wie kriege ich das, ohne es unter Wasser zu halten, wieder Dach wieder staubfrei? Ja, das ist Staubsauger wird ja nicht funktionieren. Swiffer. Der Staubmagnet. Und nein, wir machen gerade keine Werbung. Meine Spaß. Ich weiß, ich halte davon nichts. Ich auch nicht. Ehrlich gesagt, das ist mehr Umweltverschmutzung. Ja, vor allem jedes Mal ein Tuch. Dann kannst du auch gleich ein ganz normales Tuch nehmen, das statische Aufladen und gut. Richtig. Günstiger und umweltschonender. Ja, ist doch cool. Cool. Aber hier kommt schon das Ende, kann das sein? Hier, nee, da ist nichts. Nein, das ist noch. Das ist dann hier fürs. Denke ich auch, ja. Für erste OG. Uff. Was heißt hier uff? Uff. Jetzt hier schon zu viel oder? Nö. Uff. Und du machst doch direkt einen Finger. Finde ich großartig. Ja, stimmt. Da muss einer frei sein. Frei sein. Ja, genau. Frei wie der Wind. Wer fährt denn jetzt zum ESC? Ist das jetzt schon klar? Oder? Leider irgendwie nicht, ne? Nee. Wir fahren dies Jahr gar nicht. Genau. Wir haben ja keine Chance, besonders. Finde ich auch nicht gut. Einmal auslassen. Ja. Kostet alle nur Geld und eine Chance haben wir eh nicht. Oh, Moment, stopp mal. Der kommt dahin. Genau, wollte ich gerade sagen. So sieht es besser aus. Und dann brauchen wir noch einen Turm. Ein Turm? Ach, der ist falsch. Was brauchst du denn da? Alles muss ich korrigieren. So. Ja, da ist eine Lücke, ja. Ja, windschnittig halt. Da kommen noch. Da kommen vier einer hin, ja. Ja, das ist einer kürzer. Die gehen dann direkt bis zur Oberkante. Weil diese Türme sind fünf einer hoch. Mal gucken. Ich müsste noch mal gucken. Das kommt hier hin. Dann ist das auch eine Ebene. Ja, genau. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Was ist das für Zeichnungen? Schemata? Das ist eine Pinnwand. Das sind eine Pinnwand mit Rechnungen, ja. Ja, cool. Ach, die hatten wir auch wieder. Die finde ich gar nicht so schlecht, die Teile jetzt. Ach die, so Regenrinne. Ja, genau, Regenrinne. So, jetzt kriegt das ein bisschen Stabilität. Ja, muss auch. So, das. Noch ein einer daneben. So. Und hier ein fairer Raum auch. Zack. Ja, jetzt hier schon. Es geht voran. Oh, ein Chelsea. Es geht voran. Kennst du
Ich habe mal die Tage, ich glaube, es hat auch mal einer auf Karaoke-Party gesungen, aber nicht gut. Teddybär 1,4? Ja, das hat Markus gesungen. War das, aber er konnte es nicht. Also der Markus von... Jemand anders. Ja, von Tati. Aber der, wenn man den Song im Original hört, ist das ja ein richtig ganz tolles anders. Lied. Ja, ne? Richtig. Aber er ist auch schwer zu singen. Ja, weil es halt nicht gesungen ist. Es ist halt antirhythmisch. Genau. Aber ein sehr schöner Song mit Teddybär 1,4. Ist er auch, stimmt. Ich weiß, ich kam die Tage irgendwie drauf, ich dachte, den musste mal vernünftig hören. Ja. Ist ja manchmal so, dann ja. Erkennst du die gar nicht wieder. Absolut. So, Treppe, diesmal darf ich Treppe bauen. Diesmal darf ich Treppe bauen, Treppe bauen, Treppe bauen. Nee, kommt noch so. Hä? Das, achso, da kommt noch. Ein weißer drauf. Wieder 5 oder diesmal 6? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, diesmal sind es 6. Aber das soll eigentlich hier drauf. Nein, das kommt dann unten. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das soll eigentlich da drauf. Zeig mir mal den Turm. Ja, ist ja noch dieser weiße drunter, das habe ich ja. Da ist der Vierer, da ist der, da ist das, da ist das. Meinst du, dass das da drauf soll? Also ich finde schon. So als tragendes Teil, ne? Wie viel wird denn da fehlen rein technisch? Ein Klotz, ja, eine Reihe. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jo, stimmt. Haben wir ja wahrscheinlich irgendwo übersehen, ja. Ja. Das kann man ja noch gut reparieren. Das kann man noch gut reparieren. Genau. Ich dachte schon, wir müssen die Wand wieder einreißen. Das wäre blöd, weil das so verschachtelt ineinander. Ne? So, kannst du einmal nach der Treppe gucken, dass das so richtig ist? Ich glaube, so kommt das ganz gut, ne? Ja, richtig. Die ist aber steil. Boah. Die ist aber richtig stark. Was für Geister. Gut, ich mach das. Machst du da drüben schon? Ich mach schon? Da drüben. Okay. Ja. Die Pümpel da rein. Und so. Dann kommt der dahin, der kommt dahin und der kommt dahin. Und dann kommt das da drauf. What the f? Kommt das so da drauf? Ja, genau. Ja, Moment, ich muss gucken mit der Treppe. Mit der Treppe, ja. Das ist ein bisschen fummeln. Jetzt haben wir es. Wenn es Wumm macht, noch einen Meter. Ne? Ja, jetzt kriegt das. Ah, ja, cool. Ja, damit das eine Ebene wird. Deswegen war wichtig, dass es auf einer Höhe ist, ne? Irgendwie. Wobei es irgendwie immer noch schief aussieht. Irgendwie schief aussieht, ja. Vielleicht kommt das jetzt gleich. 1, 2, 3, 4. Das sieht wirklich schief aus. Warte noch mal kurz, bevor wir das gleich richtig verwenden. 1, 2, 3, 4. Da sind also 4. Weiß, grün, weiß, grün. Kommt da noch mal? Nee. Aber 4 Stück sind es unten, da hast du recht. Also das sind, nee, wenn hätte ich gesagt, noch mal so ein flaches Ding in hier. Aber das sieht, das ist ein... Das ist nicht der Fall. Das ist ganzer, das ist ganzer, das ist ganzer. Grün, das weiß, ganz grün, weiß, grün. Grün, ah, weiß, grün, weiß, grün, ja. Ja, der erste grüne fehlt. Alles gut, es findet sich alles. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Also beim Aufbau müssen wir ein bisschen achten. Ja, perfekt, jetzt passt es auch. Eins. Ja, so Kleinigkeiten, ne? Ja, aber das fällt halt auf. So,
Was kommt da? Das sind halt 2 mm und dann wundert man sich, warum das so krumm aussieht. Kommt auch das da, da drauf. Genau, perfekt. Aber dann. Dann blende noch mal eine weiter, das ist bestimmt noch mehr. Ja. Ja. Nee, dann nicht viel. Weil der Rest ist soweit erstmal über. Ne? Und die beiden? Ah, die kommen davor. Da vorne. Ich würde schon sagen, die kommen davor. Lego Blende. Doch, also Rest hast du immer. Ja. Also eine haben wir übrig, was auch merkwürdig ist. Cool. Es macht Sinn und das sieht richtig geil aus. Ja, sowas von. Ich hole nochmal für einen Moment ein bisschen näher ran, dann könnt ihr mal. Geil. Das hat schon was. Ja, und hier haben wir vorhin den Fehler gehabt, nur damit ihr auch mal seht, deswegen war das alles ein bisschen schief. Aber das passt. Sieht geil aus. Ja, das war schon Tüte Nummer 2. Schon ist gut. Wieder eine Stunde später? Nicht ganz. Aber macht ja nichts. Ne, sind unsere Zuschauer gewohnt. Das seid ihr mittlerweile gewöhnt. Genau, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei Tüte Nummer 4. Nein, 3. 3. 3. Gefühlte 4. Ja, echt. Es waren bisher immer 4, das ist der Punkt. Alles klar, dann bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.